Ach da! Hä, wo kommen die denn her? Ach so! Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator Pack 4? So ist es. Die Birke Pack 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Okay. Ja gut, die wollten ja auf dem Mond, ne? Haben wir ja gelesen. Beziehungsweise haben wir ja rausgefunden. So, warte mal, was ist hier? Sie sind in der Wand! Achso. Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum! Ich fürchte mich vor ihnen! Meine Kerze geht auf. Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Okay. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Oh, geil. Würstchen, Bagel, Brot. Lecker. So, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und wir müssen da lang, ne, sagst du? Na dann, auf geht's. So. Hallo, junger Mann, haben Sie irgendwas? Der hat sich wahrscheinlich versucht, hier zu verstecken, in dem Schacht, und ist auch gestorben. So. Oh, ist wieder eine Kiste, geil. Teile! Ich nehme alles mit. Nein, hör auf damit. Ist doch wie so ein Staubsauger hier wieder lang. Warte. Und nochmal. Voll gut. So. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Oh. Oh, ein Stückchen Fleisch, ein Apfel und Würstchen. Lecker. Du hältst dich also für klüger als deine Chefs? Nein, du verdrehst meine Worte, Doktor. Ich habe nie gesagt, dass ich klüger bin als sie. Du hast aber gesagt... Ich habe gesagt, wenn ich dieselben Chancen und Ressourcen hätte wie sie, würde ich ebenso viel erreichen können. Wenn nicht mehr. Beneidest du Menschen wie Sechenov, Lebedev und Filimonenko? Beneiden ist nicht das richtige Wort. Beneiden heißt, man möchte haben, was jemand anderes hat. Das will ich aber nicht. Ich will an ihrer Seite stehen. Ich will ihnen gleichberechtigt sein. Und ich spreche nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen. Ich möchte, dass wir alle wirklich gleichberechtigt sind. Aber genug davon. Wir haben das schon 100 Mal besprochen und du glaubst mir immer noch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wache! Wir sind hier fertig. Und... muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Okay. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie? Okay. Eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Ach, Mann, du kannst Scheiße. Sie fallen lassen. Oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm. Diese Rätsel mit den, diesen Sicherheitsdingern, das erinnert mich sehr stark an Alien Isolation auch, ne? Muss ich sagen. So, was kann ich mit der Kerze denn machen? Wir müssen da oben rein. Ich würde die Kerze aber trotzdem auch mal hier unten nutzen. Kann ich die einfach einsetzen hier, oder wie ist das? Wie mache ich das denn? Oder wo muss die hin, die Kerze? Ja, hau ab, Mann! Geh weg! Ah, da kommt schon der Nächste. Ernsthaft.
Ah, fick die Henne. Ich bin weg. Ah, nee, warte mal. Die Dinger sind für da unten. Ach so, Moment. Moment. Hier kommt so eine Kerze rein, ne? Was macht die? Mann, hau doch ab! Du blödes Ding. So, ist jetzt mal gut hier. Aber was macht das Teil? Da ist auch... Oder brauche ich noch eine zweite? Ich glaube, ich brauche bestimmt noch eine zweite. Die kriege ich bestimmt oben. So, warte. Diese Lader spielen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig! Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, okay, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Die Lader drehen durch, sagst du? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sammle erstmal hier alles ein, ne? Bevor ich hier anfange zu lesen. So, warte. So. Schubidubidu. Da, die würde ich auch noch mitnehmen, gerne. Die Dings. Ja. Da ist auch noch eine Schublade. Die hatten wir noch nicht. Und hier. So. Haben wir jetzt alles? Ja, witzig. Da müssen wir gleich weiter. Ich räume aber nochmal eben die Schubladen aus hier. So, und dann lesen wir mal. Was haben wir hier stehen? Auftrag erfüllt vom Leiter des Komplexes an den Logistiker, Genosse Sacharchenko. Wohin verschwinden all deine WUWA-6-Roboter? In solche große Stückzahl. Ständig haben sie Fehlfunktionen oder lösen sich schlicht in Luft auf. Es versteht sich vom selbst, dass ich Kontakt zum Pavlov-Komplex aufgenommen habe. Sie werden uns noch einige Einheiten schicken. Macht ein Pelikan-Leder bereit. Die Lieferung trifft morgen ein. Und löse das Problem mit dem verschwindenden Wovas. Behalte deine Ausrüstungsinventar im Auge. Du wurdest gewarnt. Okay. Ist ja doch schon einiges schief gelaufen vorher schon auch, ne? Vom Personalleiter an den Leiter des Sicherheitsdienstes. Bericht über die letzten routinemäßigen psychologischen Beurteilungen im Vavilo-Komplex. Am 15. April 1955 wurde eine routinemäßige psychologische Beurteilung von 85 der 86 Junior-Mitarbeiter des Komplexes vorgenommen. Ein Mitarbeiter war nicht anwesend, Fjodor Libedin. Juri fragt Fjodor bitte danach. Einerseits ist er ein guter Kerl. Er hat im Krieg sein Bein verloren, dient dem Mutterland aber weiterhin so gut er kann. Andererseits erscheint er nie zur medizinischen Untersuchung und ist generell antisozial. Wenn er trinkt oder Schwierigkeiten hat, müssen wir ihm helfen. Er ist schließlich Kriegsveteran. Hallo? Achso. So, erreiche das Archiv. Momentan ist es noch ein bisschen sehr linear, ne? Ach, das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Da können wir speichern. Was wollte ich sagen? Genau, aktuell ist es noch sehr linear, ne? Es geht alles sehr geradeaus, aber es soll ja auch noch eine Open World haben. Ich bin sehr gespannt. Und wir sammeln wieder Teile und können speichern. Ich würde aber... KS23 EM-Lauf freigeschaltet. Ich würde gerne auch...
Ich würde gerne auch die Waffen ein bisschen leveln. Und zwar unsere Schrotflinte würde ich gerne verbessern. Ich hätte da gerne mehr Munition, magazinmäßig. Haben wir da schon den Bauplan? Erweitertes Magazin. Not available. Rezept erforderlich. Auf der Karte zeigen. Okay, also müssen wir dann erstmal dahin. Okay, schade. Ich dachte, das geht schon. Zielvorrichtung könnten wir machen. Haben wir nicht da. Der Lauf erhöht den Schaden. Können wir installieren? Wir haben alles dafür. Erhöht die Feuerrate. Ich mach mal hier, erhöht den Schaden, ist glaube ich ganz gut. Installiere ich mal. Wenn du eine Verbesserung entfernst, werden die Ressourcen erstattet. Bist du sicher? Nein. Wieso entfernen? Achso, das ist installiert. Achso, erhöht die Feuerrate. Ja, dann machen wir doch das hier. Erhöht den Schaden, die Feuerrate. Und erhöht den Schaden gegen Roboter. Dann machen wir das lieber. Ja. Möchte ich. So, Griff. Stufe 2 könnten wir machen. Erhöht den Schaden und die Zielgeschwindigkeit. Machen wir. Sollte ich vielleicht mal häufiger nutzen, auch die Flinte. Wäre, glaube ich, ganz gut. Können wir hier noch was leveln? Oder beziehungsweise was verbessern? Das haben wir schon installiert. Das können wir nicht erweitern. Was haben wir hier? Okay. Beim Angriff erleidet er weniger Schaden. Finde ich supi. Hier können wir die Stufe 3 nicht verbessern. Da fehlt uns noch was. Okay, dann würde ich gerne einmal noch auf Dings gehen. Zugang gewährt. Ja, Polymerverbesserung. Haben wir da was bekommen? 55 haben wir schon mittlerweile. Holy shit. Schockeffizient, was? Elektrifiziert Gegner, das haben wir ja abholen, ne? Oder? Schocker? Achso, Elektrifizierung. Charakter, was haben wir denn hier noch Schönes? Wilder Eber. Weitere Verbesserung des Anzugs erhöht deine maximale Gesundheit. Ja, kostet 37. Leck mich fett. Zusätzliche Cluster-Munition-Kapazität. Die Kapazität der Cluster-Munition steigern. Okay. Frühsport. Je anständiger Major muss einen Marathon laufen können. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Auch schön. Erhöhter Anzugsschutz vor Laserangriffen. Ach krass, okay. Das haben wir. Nee, haben wir nicht. Das haben wir gemacht, das Schild. Was ist das hier? Das Schild haben wir installiert, ne? Ja. Überladen und destabilisieren. Wenn der Schild bei voller Kapazität aktiviert und dann vollständig geleert wird, explodiert er. Wobei er Gegner im Kampfpolymer überzogen werden. Wo Gegner mit Kampfpolymer überzogen werden. Wiederaufladbare Fähigkeit. Kostet 43. Oha. Oh, ich bin unschlüssig. Energiedichte. Hier kann man noch nichts weiterleveln, ne? 104. Oh. Das mit dem Charakter würde ich gerne machen, glaube ich, mehr Leben. Würde ich, glaube ich, installieren. Ja. So, haben wir noch 18? So, und dann würde ich speichern. Schon einmal dabei sind. So. Dann können wir jetzt nach unten. Wo ich so ein bisschen... Oh Gott. Das wird ja lustig. Fährt hier auch einer lang? Ich hoffe nicht. Oh Gott, ich muss erstmal ein bisschen hier sie... Erstmal ein bisschen gucken, wo die lang fahren. Der fährt da so lang? Okay. Kann ich hier unter den Tisch gehen hier? Oder unter dem... Ja, das geht. Okay. Puh. Ha. Fährt hier auch einer lang? Anscheinend... doch. Hier komme ich nicht runter. Das ist schlecht. So, warte mal. Ja, er geht da lang. Okay. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden. Und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Hm.
komme ich denn da hin? Ah, okay. So. Sind das Gedanken von uns, die wir da hören? Von ehemaligen... Aua, Alter, Bruder! Boah, ich muss ro... Muss los! Uah! Boah! Der hat mich ja völlig erwischt! Puh! Ich sollte doch... Ich wollte doch eigentlich die Flinte benutzen, aber eigentlich gegen die normalen Gegner kann man ja eigentlich, nichts sagen, ne? Was ist das denn? Tja, was haben wir denn hier? Kreis-Mondbehälter? Was auch immer das sein mag. Aber gegen die normalen Gegner finde ich... Geh aus dem Weg, Mann! Huch! Boah, das Kämpfen, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Das ist gar nicht einfach. Hey, das sieht voll aus wie ein fröhliches Gesicht. Kennt ihr das, wenn ihr so Gegenstände seht und ihr dann so ein fröhliches Gesicht drin seht, aber andere nicht? Nein, scheiße. Fuck. Das ist nicht gut. Kamera war das. Oh, scheiße, die war ja gemein. Was ist das denn? Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr wow. Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Okay. Ich muss ja echt aufpassen, vor allem mit den Kameras und so. Ich weiß zwar nicht, wo die Musik herkam gerade. Aber ich find's gut. Na, auf. So. Herr Wacken. Achso, hier vom Radio. Also brauchen wir noch mehr Mondbehälter, sagst du? Ein seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist ja. Das ein Radio der Zukunft? So ist es. Die Küche des Krieges. Von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Sie empfangen sie nicht wirklich. Das ist schließlich keine Zeitmaschine. Was du hörst, basiert auf einer sehr spezifischen mathematischen Berechnung. Okay, hier kann ich aber keine Handschuhe so benutzen, ne? Aber das sind irgendwelche Gedanken, die wir hören. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Nein. Wie nutze ich denn nochmal diesen blöden Dingshandschuh? Nein, wie war denn das nochmal? Ich muss mal eben in die Optionen gucken, das tut mir leid. Aber die mit der Steuerung, warte mal, wo sind denn die Tastenbelegungen? Kann ich mir das angucken? Kann man die Tastenbelegung nicht angucken? Das ist ja blöd. Wie war denn das nochmal mit dem Scanner? Man musste doch irgendwie eins gedrückt halten. Ich bin nicht mehr...
Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe den Sinn des Scanners auch noch nicht irgendwie... Oh, Elektro-Bauplan freigeschaltet. Juhu! Irgendwie sehe ich den Sinn des Scanners noch nicht. Vielleicht werden wir den wahrscheinlich rauchen. Notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Oh nein. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Ja. Irgendwie sehe ich den Sinn des Scanners noch nicht, aber vielleicht, ach, doppelt drücken? Ah, alles klar. Danke. Stimmt, und dann, wenn ich den noch drücke, irgendwann, dann kann ich noch den scannen. Weil ich, das werde ich wahrscheinlich in der Open World irgendwie brauchen. Schätze ich mal. Da ist er. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich reingesteckt, mein Großer. Ich war so einsam. Ich musste einfach ein wenig Dampf ablassen. Schluss jetzt. Nimmt das je ein Ende? Reg dich doch nicht über Kleinigkeiten auf, Schatz. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird dir gefallen, versprochen. Ich würde dir gern den Stecker ziehen. Aber leider komme ich ohne deine Hilfe nicht weiter. Ja. Das ist ja toll. Gefällt es dir, Liebling? Energiewaffe. Verschießt Kugel, verschießt keine Kugeln, sondern verbraucht über eine Kabelverbindung die Energie deines Handschuhs. Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt.